Wie will ich es denn dann bauen? Muss ich hier den Flugmodus dafür aktivieren oder was? Ich hasse es, ich hasse es. Ich baue doch die Treppen auch immer so. Muss ich mir jetzt da auch drunter stellen, damit sie so werden, wie ich haben möchte. Oh nein. Oh nein, ich habe jetzt echt keine Lust auf sowas. Darauf habe ich keinen Nerv. Jetzt, ich muss den Part jetzt eh in einer Minute beenden. Denn ich muss, ich habe heute nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Wie mache ich das denn jetzt? Ich glaube, ich mache es so. Zack. Und dann. Ah, jetzt aber. Also geht doch. Und dann so. Also. So stelle ich es mir vor. Super. Zack. Ach. Ich hasse es. 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 McDonald's, ich hasse es. Hoffentlich spawnt da nix. Naja. Also gut, ich meine jetzt noch diese Leiter-Dings da und dann beende ich diesen Part. Ich frage mich, wie viele Part die schon sind. Ich glaube Part 40 sind wir schon. Also gut, jetzt diesmal richtig. Das hier muss weg. So, und jetzt nehme ich die Treppe und... Haha! Aber Moment, muss hier die Treppe hin? Ich glaube ja, oder? Moment, ich schaue schnell nach, ob es auf dieser Seite so gehört, wie ich es mir vorstelle. Ja, es passt so, sehr schön. Okay, dann muss das hier auch weg. Das hier ebenfalls. Oh, da muss noch eine Treppe hin. So. Da ist die auch. So, 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 so. Dann so. Und hier wieder so eine Pyramidenartig bauen. So, genau. Und hier auch. 1, 2, 3. Und, ja, wir haben hier noch ein paar Stonebricks. Verwenden wir sie halt noch gleich, wenn wir schon dabei sind. Da können wir im nächsten Part direkt mit Cobblestone Farming weitermachen. So, wir könnten ja eigentlich auch noch so eine Fassade machen, so eine Holzfassade hier, so. Moment. Ha, ja, das könnten wir sogar machen. Wie muss denn hier eigentlich gemacht? So, das ist zu niedrig hier, sowas aber auch. Dann muss es hier noch höher sein. So, genau, so stelle ich es mir vor. Kann zwar sein, dass ihr gerade nicht... checkt, was ich da mache, aber ihr werdet es dann schon sehen, wenn es fertig ist. So, und hier bauen wir dann unseren letzten Stock. Hier oben. So. Hä? Irgendwie ist dann... Ne, das passt schon so. Dann so, genau. Hier auch, das gleiche. 1, 2. 1, 2, 3 und 1, 2, 3, 4. So, so bauen wir das jetzt. Hier wird so ungefähr das Dach entstehen. Ach verdammt, wir haben keine Stonebricks mehr. Naja gut, wir brauchen auch nicht allzu viel. Also im nächsten Part wird es nicht so lange dauern mit dem Cobblestone Farmen. Und es wird wieder Nacht. Nutze ich gleich die Gelegenheit, um euch zu zeigen, wie ich das... mir vorstelle, nachdem es Nacht geworden ist. Oder am besten jetzt. Ihr seht, so stelle ich mir das Haus vor. Bloß kommt hier noch, irgendwie sieht es doch unsymmetrisch aus, oder? Was meint ihr? Oder ist es nur eine optische Täuschung? Hm, naja. Auf jeden Fall wird es ungefähr so aussehen. Ich werde dann noch ein paar Ranken hier so hinsetzen. Da haben wir hier ein schönes, richtiges Herrenhaus. Und ja, wir müssen jetzt halt dann noch im Holz sammeln gehen und im nächsten Part dann noch Cobblestone farmen. Gut, dann sage ich jetzt tschüss für diesen Part, bis zur nächsten Aufnahmesession. Ciao! Willkommen zurück bei Minecraft. Na, ihr Hundis, na? Ja, so süß, okay. Moment, ich mach schnell leiser, so.
Sonst hätte mich vielleicht doppelt. Und was machen wir denn jetzt? Wir haben hier Spinnenaugen. Können wir zum Brauen verwenden. Ups, jetzt habe ich versehentlich die Schaltplatte raus. Das geht aus. Das so natürlich nicht. Ne? Das ist eigentlich die Musik. Aber ich glaube, die Geräusche sind ein bisschen zu laut. Ne? Ich mache es mal ein bisschen leiser. So. Nein, jetzt habe ich Realm Total War versehentlich geöffnet hier, weil ich habe da alles unter der. Ah, jetzt kommt gleich irgend so eine Scheißmeldung. Ich pack gerade den Musik. Moment. Achso, nee, das ist nur von dieser Schallplatte da. Na, komm die schnell. Stell ich dir schnell woanders hin. Schnell die Musik ein bisschen laut, ist ein bisschen leise. So. Hätte ich irgendwie schon vorher machen sollen. Jetzt öffnen sich da 1000 Programme hier. Moment, ich zieh's mal bitte nach oben. So. Was? Egal. Was machen wir jetzt? Erstmal würde ich sagen, nehmen wir hier die Melonen mit, damit wir nicht verhungern. Und fressen gleich ein, wenn wir schon dabei sind. Oder zwei. So, jetzt kann man eigentlich mehrere davon eigentlich platzieren. Also ja, herstellen. So, nehmen wir gleich noch das Zuckerrohr mit. So, und jetzt wollten wir in diesem Part unser Haus fertig bauen. Dafür brauchen wir Holz. Und ich habe versehentlich die Musik vom normalen Minecraft offen. So, okay, die Anpassungen hätten wir jetzt schon erledigt. Wir brauchen Holz. Wir haben Tropenholz und Fichtenholz. Wir brauchen aber Eichenholz dafür. Das heißt, ich lagere einfach mal das ganze Zeug rein. So, und jetzt brauchen wir eine neue Axt. Ah, hier haben wir eigentlich schon eine. Dann passt es ja. So, nehmen wir mal den Hund damit. Na komm mit. Na komm. Ich frage mich, wie das passiert ist. Also, ich habe immer noch keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Nehmen wir hier, also, ja, tun wir ein bisschen Holz fällen, ne? Nee, mir fällt mal wieder kein Thema ein. Also wenn ich so normal in Minecraft spiele, dann fallen mir immer so 100 Themen ein. Aber wenn ich jetzt Let's Playen tue zum Beispiel, dann fallen mir keine Themen ein, zu was ich quatschen könnte. Das ist irgendwie merkwürdig. Vielleicht wird dann immer, wenn ich meine Aufnahme starte, irgendwie ein Schalter umgelegt, dass mir keine Themen einfallen. Also ich starte mal Minecraft, was fällt mir ein? Ich habe keine Ahnung. Was mache ich jetzt? Was quatsche ich denn jetzt? Ja, aber unser Haus sieht gar nicht schlecht aus. Na gut, es fehlen ein paar Fenster, aber die können wir ja noch jederzeit einfügen. Und danach möchte ich hier so einen Gartenzaun hinbauen. Oh mein Gott! Hier muss ich vorsichtig sein, nicht dass da irgendwas rauskommt. Und dann machst du Zisch und Boom und dann haben wir die Kacke am Dampfen. So, warum leckt es jetzt auf einmal so? Naja. Das Spiel wird schon seinen Grund haben, warum es leckt. Ne, kleiner Bello. Ich schau mal einen Blick drauf. Ich werfe mal einen Blick rein. Hallo? Jemand da drin? Diese Höhle können wir uns da irgendwann mal anschauen, wenn wir mal eine Höhlenerkundung machen müssen. Okay, ich sammle jetzt mal ein Stack Holz. Das müsste, glaube ich. Ne, wir müssen ja noch das Dach bauen. Dafür brauchen wir jede Menge Stufen. Dann brauche ich höchstens zwei Stacks. Mindestens zwei Stacks. Ja, der kleine Bello. Na, was ist denn? Ist dir langweilig? Tja, dein Pech. Jetzt holst du mir auch hier mal diesen Sumpfwald da ab. Na, Pilze können wir eigentlich auch mitnehmen, aber ich lasse sie mal stehen, weil sie dann wachsen. So. Nimm mal das Zuckerrohr noch mit, das bietet sich hier gerade so schön an. So, nimm auch gleich die Setzlinge mit.
Damit die Bäume hier nicht aussterben, die müssen wir ja auch immer wieder nachpflanzen. So, zack. Und zack. Ach, jetzt habe ich zwei platziert, einer kommt weg. Hier nehmen wir noch gleich ein bisschen Gras mit. Jetzt können wir ein paar Holländern verkaufen, die machen daraus Marihuana oder sowas. So. Nehmen wir noch da, hier Holz. So. Die Axt fällt übrigens schneller als ein Diamanten. Axt, das fällt mir irgendwie auf. Seht ihr, wie schnell das weggeht? Zack, zack, zack. Das ist der Vorteil von Verzauberungen. Da brauchen wir keinen Diamanten, um schneller Sachen abzubauen. Da brauchen wir halt höchstens ein paar Level. Aber wir haben ja eine Spinnenfalle. Da können wir ganz leicht Experience farmen. So einfach geht das. Ich dachte schon, das wäre hier wieder eine Mega-Höhle, aber das ist hier nur ein kleiner Teich. Den könnten wir vielleicht auch irgendwie mit unserem Haus hier kombinieren, irgendwie. Naja, jetzt nehmen wir noch ein bisschen was Holziges mit. Zack, zack, zack. Ich muss auch dann gleich die Sepplinge einsammeln, die jetzt dann gleich droppen. Ach, es leckt. Es leckt, es leckt. Es leckt, so. Ich muss hier unbedingt mal den so einen Mod installieren, der leckt nicht mehr so sehr. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Ja, jetzt hör auf wie heißt es, wenn Hunde schluchzen? Hör auf zu schluchzen! Verdammter Hund! Hey, ein Apfel! Machst du einen Apfelhund? Den kann ich nicht einsammeln. Jetzt. Magst du? Hier. Du willst nicht? Magst du Fleisch? Schau nicht so schief! So. Die Pilze sehen auch irgendwie anders aus, also verschieden meine ich. Der hier zum Beispiel ist kleiner und der ist ein bisschen größer und spitziger. Finde ich gut gemacht an diesem Texture Pack. Oh, hier sind viele Setzlinge. Ach, dieser Leck, der lässt mich immer zwei platzieren. Obwohl ich das gar nicht möchte. So, jetzt brauche ich hier noch eine Axt. Holzen wir ruhig den ganzen Wald hier ab. Hier ist wieder eine Höhle, die kenne ich noch von einem anderen Part. Oh mein Gott, da ist ein Creeper, seht ihr? Genau da. Hier, da, hier. Schnell weg hier. Sonst passiert uns doch etwas Schlimmes. Oh, und bloß nicht reinfallen. Da mache ich am besten einen Dirtblock hin. Oh, wir haben keinen Dirtblock, dann nehme ich hier Wolle, ist auch egal. Und dann baue ich den ab und dann falle ich da rein. Das wäre echt fies. Seht ihr, der Creeper. Okay, weg, weg, weg. Ich hasse Creeper. Alle anderen NPCs finde ich ja noch okay, aber Creeper hasse ich am meisten. Ich sag nur Zisch und Boom aus dem Hinterhalt. Hatten wir in diesem Let's Play erst einmal und zwar im ersten Part. Seitdem bin ich etwas vorsichtiger. Okay, wie viele Stacks haben wir jetzt? Wir haben eineinhalb Stacks. Ich glaube, die müssen fürs erste reichen. Ich pflanze hier noch ein paar Setzlinge nach. Damit uns hier nicht die Bäume ausgehen. So, ich glaube, das reicht. Bauen wir weiter. Und es ist Abend. Wir müssen gleich wieder rasten gehen. Aber nehmen wir hier noch diese Melonen mit. Lamizi! Hm? Oh, da haben wir eine weggeerntet. So. Schade, dass man keinen Zucker fressen kann und dann zuckersüchtig oder so werden könnte. So eine Art Droge. Na, wo ist Bello? Bello, komm! Bello, wo bist du? Little Bello? Wo ist Little Bello? Wo ist der? Bello? Wahrscheinlich den habe ich jetzt versehentlich hinsetzen lassen. Ich dachte schon, das Kätzchen wäre hier der Bello. Naja. Ah, den werden wir schon finden. Oder auch nicht. So, jetzt aber. Ja, ich weiß, ich kann noch nicht schlafen, weil ich zu behindert bin.
und nur nachts schlafen kann. Jetzt warte ich, bis es da Nacht wird. Bis es Nacht wird. Was ist im Ofen? Wir haben hier Kohle. Und wir haben hier Cobblestones. Sonst muss ich die Kohle hier einfach rein. So, jetzt aber. Ich wollte da gerade schreiben, naja. Was? Schaut mich nicht so an. Okay, bauen wir weiter an unserem Haus. Na, jetzt aber. Ich muss hier mal eine Treppe hinsetzen. Das geht so nicht. Yep. Und jetzt laggt's. Mit den Lags kann ich nicht spielen. Da passiert mir nur sowas. Ich dachte schon, jetzt falle ich da runter. Also wie gesagt, hier möchte ich Musikzimmer hinbauen. Mit so Notenblöcken. Und so einem Kram. Ich glaube, ich sollte hier Fackeln platzieren, damit hier nichts spawnt. Ich habe jetzt so eine Phobie dagegen. Weil wenn wir es dann zu haben, das Dach, dann ist es hier stockfinster und dann spawnt hier auch was. Kann man hier Fackeln auf Treppen platzieren? Nee, geht nicht. Warum geht das nicht? So ein Scheiß. Minecraft-Billig-Spiel. So, ja, wir brauchen ein paar Stonebricks noch, aber nur ein paar. Ja gut, wir haben ja vorhin welche in den Ofen reingetan. Das heißt, wir müssen jetzt das Dach hier fertig bauen. Wir bauen jetzt das Dach fertig. Erstmal muss ich die Lage checken. Wie ist die Lage? Die Lage ist kurz auf Krachten. Ach, leck! Jetzt hör auf! Leck mich, das Spiel ist abgestürzt. Also. Ich hasse es, wenn es leckt. Und mein Fuß ist eingeschlafen. Warum erzähle ich euch sowas? Das interessiert doch hier niemand, ob mein Fuß eingeschlafen ist. So, jetzt brauche ich ein paar Treppen. Ich wechsle die Musik. Das ist, schätze ich, mein Monkey Fickland. So, ich glaube, die Treppen müssten.